Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Rainis Zeitgedanken an diesem Montag. Wir schreiben den 7. Oktober 2024 zu Rainis Zeitgedanken und wir wollen natürlich heute auch Losung und Lehrtext bewegen. Der 7. Oktober, für viele Menschen ein ganz normaler Tag, eine Arbeitswoche beginnt oder man ist in den Ferien. Aber wer denkt schon daran, dass am 7. Oktober 1949 eine Diktatur auf deutschem Boden gegründet wurde, nämlich die DDR. Ja, es ist lang her, dass dies geschehen ist, aber dennoch haben es viele nicht vergessen. Warum erinnere ich daran? Weil wir nämlich auch aus dieser Zeit etwas beobachtet haben, nämlich, dass wir eines nie haben erleben dürfen, dass das viele Leid, was in dieser Zeit der vielen Jahre der DDR geschehen ist, nämlich nie aufgearbeitet wurde und nie wieder gut gemacht wurde. Es sind alleine an der innerdeutschen Grenze 1000 erschossen worden oder durch Minen zerfetzt worden, wie man das auch so sehen möchte. Es sind also 1000 Menschen ums Leben gekommen, das heißt, Mütter haben Söhne verloren und natürlich auch Töchter. Wir haben eine Tragödie erlebt in dem Entzug von Kindern. Es sind Kinder in die Heime gesteckt worden, in Anstalten gesteckt worden und dergleichen mehr. Wie viel Leid da wirklich produziert wurde, alleine mit dem Mauerbau, dass Familien getrennt wurden, dass sie nicht mehr zueinander konnten, es ist gar nicht zu umschreiben. Und wir haben es erlebt, dass die Aufarbeitung nie richtig erfolgte und dass eine Wiedergutmachung eigentlich auch gar nicht möglich war. Jetzt könnte man ganz verzweifeln und sagen, wie soll man dann aus einer solchen Zeit überhaupt wieder rausfinden? Wie soll man dann überhaupt einen Weg ins Licht finden, so wie der Hintergrund uns das deutlich werden lässt, das strahlende Licht eines Herbsttages? Wie kann man sich wieder am Leben erfreuen, wenn so viel Leid, wenn so viel Brutalität stattfindet? Und wir müssen feststellen, da gibt es nur einen einzigen Weg und der ist für viele gar nicht so ersichtlich. Aber Losung und Lehrtext, beide Texte sprechen diesen Weg an. Schauen wir doch mal in die Texte. Da heißt es im Alten Testament, ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen, aus dem Buch Jeremia. Und ich möchte gleich zum Lehrtext gehen. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Beide Texte sprechen etwas an, dass wir es allein nicht schaffen, aus einem solchen Dilemma herauszukommen. Und wer jetzt in den vergangenen Tagen gesehen hat, wie die Polizeiaktion keinen geringeren als Dr. Langhans zu Boden brachte bei einer Demonstration, wie die Polizei teilweise auf alte Leute geprügelt hat und immer noch Menschen in Gewahrsam nimmt, wie Menschen eingesperrt werden, der Freiheit beraubt werden und wie Menschen auch ihr Leben lassen, weil sie für die Wahrheit sich einsetzen, dann fragt man sich, wie soll das alles aufgearbeitet werden und wie soll ein neuer Anfang möglich sein. Beim Propheten Jeremia kommt die Bitte, hilf du uns, Herr. Es ist keine andere Möglichkeit da, als dass Gott wirklich mithilft und die Herzen bewegt und das Sinnen, die Gedanken und die Gefühle, das alles verändert. Und es ist nur möglich über den Weg der Vergebung. Was wir den Menschen vergeben, das wird auch Gott uns im Himmel vergeben. Das heißt, an diesem Text wird deutlich, dass wir irgendwo, ja alle, schuldig sind. Mehr oder weniger. Vielleicht nicht so sehr, dass wir einen umgebracht haben oder dass wir Menschen gequält haben bis an die äußerste Grenze heran oder dass wir Recht gebeugt haben. Aber wir kennen uns alle, wir sind irgendwo auch schuldig geworden. Und aus diesem Dilemma herauszukommen, das ist eigentlich nur möglich, wenn wir tatsächlich versuchen, dem anderen zu vergeben. Vergeben heißt ja nicht unbedingt vergessen, dass man daraus nicht lernen sollte, sagt keiner, sondern wir sollen daraus lernen. Wir sollen sehen, dass so etwas nie wieder passiert. Aber dennoch die Kraft zu bekommen, dem anderen zu sagen, es ist gut, lass uns gemeinsam in die Zukunft gehen, das setzt natürlich auch voraus, dass der andere um Vergebung bittet.
Ja, und da sehen wir, dass wir damals in der DDR keine Chance hatten, das aufzuarbeiten, weil nämlich auch der Glaube großenteils fehlte. Und es wird wohl in unserer heutigen Zeit nach Corona und wenn jetzt noch das Kriegsgeschehen dazukommt, auch nicht viel anders laufen, es sei denn, der Glaube macht sich breit in den Herzen. Und bei aller vorangetriebenen Aktivität, die so viele Menschen zeigen, die sich einsetzen, Tag und Nacht teilweise, um etwas zu verändern, bei all diesen Bemühungen brauchen wir eben doch noch eins, nämlich die Hinwendung zu Gott. Ich habe es so häufig gesagt, es geht nur über die Vergebung und die können wir alleine nicht handeln. Wir Menschen sind nun einmal so gestrickt, wenn wir uns nicht an Gott halten, dass wir dann schnell in die Wut kommen und in den Hass geraten und natürlich nach dem Motto handeln, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass wir dem anderen zeigen wollen, er soll und er muss jetzt auch leiden, er muss abgestraft werden für das, was er getan hat. Es gibt einen anderen Weg, aber wie gesagt, er geht nur über den Glauben. Aber dieses Angebot bekommen wir heute an diesem Montag, dem 7. Oktober, durch Losung und Lehrtext, nämlich Gott sagt, ja, ich werde euch auch vergeben, wenn ihr es vergeben könnt, den anderen. Und Jeremia weist darauf hin, wir brauchen dazu Gottes Hilfe. Und wenn es uns gar nicht gelingt, wenn wir ganz Schweres erleiden mussten, dann gilt der erste Schritt dorthin, dass wir Gott bitten, er möge uns beistehen. Beistehen, wenn wir dem anderen gegenüberstehen, wenn wir ihm ausgesetzt sind, vielleicht ein erneutes Mal, dass wir nicht in Zorn geraten, dass wir in der Ruhe stehen bleiben können und dass wir den Weg zur Liebe finden können. Eines der schwersten Dinge, die wir in unserem Leben vielleicht überhaupt bewältigen können, aber dieses können wir nur in Verbindung mit Gott. Und jeder, der etwas anderes verkündigt, der sagt, ja, wir brauchen nur die positive Energie, wir brauchen nur in die Mitte zu kommen, der irrt sich. Denn was ist die Mitte und was ist die positive Energie? Was ist die Liebe? Wer ist diese Quelle? Dann würde ich den Menschen sagen, ihr umschreibt Gott mit anderen Worten, aber seht doch zu, es ist Gott, der euch hilft, diesen Weg zu gehen. Und nicht irgendwo eine anonyme Kraft, die wir mit irgendwas umschreiben, sondern es ist der Auferstandene, der Herr über Tod und Leben ist, der den Tod besiegt hat und der uns die Möglichkeit gibt, neue Lebensanfänge, neue Lichtblicke, wie das Bild hinter mir es deutlich macht, zu schaffen. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott uns dazu hilft. Die Straße des Lebens komme uns entgegen. Der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, an dieser Stelle möchte ich danken für alle Kommentare, auch für alle Hilfe, die uns immer wieder zuteil wird und vor allem für die Unterstützung, dass wir die Arbeit überhaupt tun können. Wir sind immer noch sehr darauf angewiesen, dass wir das Notwendige dann auch haben für die Arbeit, für unser Leben. Und deshalb möchte ich ganz, ganz herzlich danken, dass es genügend Menschen gibt, die ein weites Herz haben. Möge Sie alle, die da mit dabei sind, der Segen Gottes ereilen. Und ich möchte natürlich auch danken für das Weiterverteilen und dergleichen mehr. Ja, vielleicht haben sich manche gefragt, warum hat er da hier und dort immer wieder eine Sonnenbrille auf? Ich hatte da noch etwas wieder mit meinen Augen zu kämpfen, habe jetzt eine große Kur begonnen und man sieht ja auch, sie werden von Tag zu Tag besser. Der ganze Körper reinigt sich. Es ist eine gewaltige Kur, die ich da durchlebe, aber eine fantastische Kur und das hat mich bewogen, dann auch vielleicht mal eine Sendung zu machen, denn es ist eine Geschichte dahinter. Wie bin ich darauf gekommen, dass man so etwas machen könnte? Und ich denke tatsächlich, es ist also eine Möglichkeit für viele Menschen, auch vielleicht eine Genesung zu erreichen oder zumindest eine Säuberung des Körpers. Also könnte interessant werden. Ich werde da vielleicht mal eine Sendung machen. Ich habe mir auch vorgenommen, vielleicht auch mal wieder live zu gehen.
dass man mit mir diskutieren kann. Und auf D-Live habe ich ja den Kanal noch eingerichtet. Werd mal probieren, ob das noch alles wieder funktioniert. Und dann könnte man ja auch in einer solchen Sendung, die ich natürlich vorneweg ankündige, ich werde es dann auf den Abend legen, mal gemeinsam im Chat diskutieren, Fragen stellen. Und das alles macht, glaube ich, noch so einen Kanal viel, viel interessanter. Nun wünsche ich uns allen erstmal eine Woche voll Segen und voller Kraft und ja, hoffentlich mit weniger Hiobsnachrichten, obwohl diese Zeit ja uns schon so geprägt hat, dass wir damit rechnen. Und sie werden wohl auch nicht nachlassen, uns zu bedrängen, uns in die Enge zu bringen, damit wir dann endlich, ja, man könnte so sagen, folgen. Aber es wird sich ja kehren, das wissen wir. Und jetzt müssen wir halt geduldig unseren Weg gehen, aber im tiefen Gottvertrauen. Und so können wir voller Hoffnung und Zuversicht in das Licht gehen. Und dieses Bild hat mir besonders gefallen, so ein strahlender Herbsttag. Das ist das, was Gott uns eigentlich ans Herz legen möchte. Das ist das, was wir in diesem Leben erfahren dürfen, wenn wir uns zu Gott wenden. Licht, Freundlichkeit, Helligkeit. Und das, was wir momentan erleben, diese vielen Naturkatastrophen, die ja aufgrund der Wetterpatente, die eingereicht sind, auch zu erklären sind, die sind ein Zeichen der dunklen Macht und zeigen uns einmal mehr, wie die andere Seite unterwegs ist, die das Zerstören, das Verderben und letztlich in den Tod führen will. Also insofern nehmen wir uns doch wieder ein bisschen in das Gottvertrauen hinein oder lassen wir uns in das Gottvertrauen hineinführen. Bitten wir Gott, dass er uns zu sich ziehen mag, dass wir wieder mit so viel Freude, mit so viel Fröhlichkeit ausgestattet werden. Ich wünsche uns allen eine gute Woche. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, wären Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen, haben Sie eine gute Zeit. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Reini aus dem Zeitgedanken. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab
Eure Angst und Pein, kämpfet für Gott und für euch.